habe, das jeder lesen kann. Aber es ist etwas anderes, ein Buch zu schreiben, wo man ja in erster Linie an sich selbst schreibt als Leser. Das ist etwas anderes als die Reaktion von anderen Menschen auf das, was man selbst gedacht hat. Ich beginne mal mit einem Blick auf Deutschland. Wir haben ja gerade den G7-Gipfel gehabt und Frage, sind wir wichtig aus demografischer Sicht? Nun, da haben wir noch gerade mal 1% an der Weltbevölkerung, also vergleichsweise unwichtig. Aber in Deutschland hat ein Prozess begonnen, der alle anderen 190 Länder der Welt betrifft. Wir sind sozusagen wie bei einem Geleitzug von Schiffen das erste Schiff, hinter dem alle anderen herfahren. Und was wir so erleben auf unserer Reise, werden die anderen auch erleben. Im zeitlichen Abstand von 10, 20, 30, was Afrika betrifft, vielleicht 50 oder 80 Jahre. Also wir sind insofern wichtig, obwohl wir zahlenmäßig ein kleines Land sind, als wir das erste Land sind, das diese neuen Dinge, neuen Erscheinungen durchmacht. Die Weltbevölkerung ist ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden immer nur gewachsen. Also immer nur stimmt nicht. Es gab natürlich Zwischenphasen, je weiter wir zurückgehen, desto häufiger waren diese Phasen der Schrumpfung. Auch in Europa, in Deutschland, in unserer Geschichte im Dreißigjährigen Krieg gab es Rückschläge, aber über die Jahrhunderte als Trend betrachtet wuchs die Weltbevölkerung, auch die deutsche Bevölkerung. Das hörte aber auch im Falle von Deutschland als ersten Land der Welt 1972, Herr Van Dier hat die Jahreszahl genannt. Seit 1972 haben wir jedes Jahr mehr Sterbefälle als Geburten. Und diese Schere geht auf. Sie geht auf, weil die Kinder nicht mehr geboren wurden und werden, die als Eltern den Trend stoppen können. Das ist also wichtig. Ich hätte mir gewünscht, mal zu erfahren, welche Themen in Elmau besprochen worden sind. Ich vermute, dieses Thema gehört nicht dazu, obwohl die meisten der dort vorhandenen Länder betroffen sind. Weniger betroffen Frankreich, England. Beide Länder haben durch Zuwanderung von Menschen, die aus ihren Kulturen kommend viele Kinder haben. Frankreich hat Zuwanderung aus Afrika. Deren Kinderzahl ist höher als die Kinderzahl unserer Zuwanderer, die zum großen Teil aus der Türkei kommen, und zwar deutlich höher. Das macht schon einen gewissen Unterschied aus. Im Falle von England sind es die aus Indien beispielsweise zugewanderten Menschen. Moslems und Hindus haben weltweit die weitaus höchsten Kinderzahlen, Christen und Atheisten die weitaus niedrigsten. Also in Elmau hätte man dieses Thema durchaus besprechen können oder sollen, weil ja durch diese Unterschiede sich das, was man früher Geopolitik nannte, also das Gewicht der einzelnen Länder, dramatisch ändert. Deutschland hört nicht auf zu schrumpfen im Jahr 2050 zum Beispiel, nur weil das eine runde Jahreszahl ist. Es hört auch nicht auf zu schrumpfen im Jahr 2100. Es hört überhaupt nicht auf zu schrumpfen, solange die Parameter, wie man in der Wissenschaft sagt, auf Schrumpfung eingestellt sind. Und das sind sie, ja, seit wann eigentlich genau? Das Jahr 1972 habe ich schon genannt, aber das ist ein äußerlicher Indikator. Die Zahl der Geburten ist seitdem niedriger als die Zahl der Sterbefälle. Aber der erste Jahrgang, der weniger als 2 Kinder hatte, pro Frau, 2 sind nun mal erforderlich, um Mann und Frau zu ersetzen, und ins gesellschaftliche hochgerechnet eben auch. Also der erste Jahrgang, der weniger hatte, als zum Ersatz der Gesellschaft erforderlich ist, war der Jahrgang 1905 in Deutschland. Und fragte mich der Taxifahrer hierher, woran liegt das? Wir haben uns über das Thema unterhalten, er wollte wissen, was hier heute los ist. Und dann war ich gezwungen, in einem Satz dem Mann das zu sagen, wie ich das sehe. Und Ich sehe das so. Deutschland hatte im 20. Jahrhundert einiges zu verarbeiten. Darunter waren 2 Weltkriege, eine Hyperinflation in den 20er Jahren, eine Diktatur in der Nazizeit, danach das Nachkriegselend, eine 40-jährige Teilung Deutschlands, dann möglicherweise mit einer Wiedervereinigung verbunden ein radikaler Systemwechsel, der die meisten Biografien der damals noch 17 Millionen Menschen im Osten durcheinanderwirbelte. Das alles in einer Zeitspanne, die kaum länger ist als die Lebenserwartung eines heute geborenen Kindes. Das ist eigentlich zu viel. Und ähnlich war das auch mit dem im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite kämpfenden Japanern und Italienern und zum Teil auch Spaniern. Es gibt so eine Art Vermutung, dass bei diesen Ländern der Grund dafür, dass wir die niedrigste Geburtenrate der Welt hatten, das war in den 80er Jahren in Deutschland der Fall, wurden dann unterrundet sozusagen durch Nordspanien und Norditalien, und die Gründe werden heute noch gesucht, also eine geschichtsphilosophische Betrachtung kommt zu diesem Ergebnis. Nun ist das natürlich ein Thema, das, so denkt man als einfacher Mensch, da es jeden betrifft, besonders die Politik interessiert, die ja für alle tätig sein will. Das ist aber nicht wahr. Also ich habe in dem Buch, das erwähnt wurde, meine Erfahrung mit der Politik zum ersten Mal in einer Veröffentlichung einfließen lassen und kann Ihnen da jetzt mal ein Beispiel nennen. Also unser Bundespräsident Köhler, der es besonders gut meinte, hat extra deshalb Demografiekonferenzen veranstaltet, unter eigener Schirmherrschaft sozusagen. Und auf der ersten Konferenz die Aussage getroffen, als Leitmotiv für alle folgenden Konferenzen, dass die Schrumpfung in Deutschland doch vielleicht gut sei. Sie sei vielleicht doch wünschenswert als Lösung für andere Probleme. Da fällt einem sofort das Umweltproblem ein. Nun müssen wir uns mal aber als zum Fachdemografie etwas näher wenden. Wenn wir das tun, das kann jeder, sehen wir, dass Deutschland mit seinen rund 80 Millionen Einwohnern etwa so viele Einwohner hat, wie die Weltbevölkerung in einem Jahr zulebt. Wenn also Deutschland nicht nur schrumpfen, sondern ganz verschwinden würde, würde die Weltbevölkerung ein Jahr aufhören zu wachsen, dann wäre alles wie vorher auch. Also es ist absurd und grotesk, mit diesem Argument begründen zu wollen, dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen müssen, denn unsere Bevölkerungsprobleme seien vielleicht Lösungen für andere Probleme. Das Umweltproblem übrigens wird dadurch überhaupt nicht positiv beeinflusst, denn wenn Sie sich vorstellen, dass eine Bevölkerung schrumpft, und zwar schrumpft, weil immer weniger Familien, also Menschen in Haushalten zusammenleben, dann heißt das, wenn sich ein Haushalt spaltet, dass dann statt einem 2 Kraftfahrzeuge angeschafft werden müssen, dass statt eine Wohnung 2 Wohnungen geheizt werden müssen, etc. Auch dazu gibt es genaue Berechnungen in der Fachdemografie, die zu dem Ergebnis kommen, durch die Bevölkerungsschrumpfung wird zum Beispiel das Klimaproblem keineswegs entlastet, sondern belastet. Auch das hätte man erwarten können von einem Bundespräsidenten, der sich nun mal dieses Themas angenommen hat, nicht weil man erwarten könnte, dass er selbst die Kompetenz hat. Nein, deshalb nicht, sondern weil er erwarten wurde, von einer der größten deutschen Stiftungen, der Bertelsmann Stiftung, die die ganzen Aktionen auch finanziell unterstützt hat. Nun, es ist nicht so, dass der Jahrgang 1905, der zum ersten Mal weniger als 2 Kinder hatte, schon der Beginn des Themas, dass man harmlosen demografischer Wandel nennt, ist, sondern muss noch weiter zurückgehen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts haben wir eine demografische Zeitenwende, wie ich das in einem meiner Bücher genannt habe. Man kann es genau verorten. Seitdem Deutschland die moderne Sozialversicherung eingeführt hat, in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, glauben die Menschen in Deutschland, sie würden etwas für ihre eigene Sicherheit im Alter tun, für ihre Rente also, indem sie Rentenbeiträge zahlen. Dieser Irrglaube ist nicht auszurotten, obwohl das damalige System mehrfach reformiert wurde und man tausend Gelegenheiten hatte, mal darüber nachzudenken, wie das System eigentlich funktioniert. Also unser System heute funktioniert so, dass die jetzt lebende, arbeitende Generation durch ihre Rentenbeiträge was tut. Nicht etwa ihre Sicherheit im eigenen Alter ist dadurch gewährleistet, sondern diese Beiträge, die heute eingezahlt werden, werden heute vollkommen ausgegeben für den Lebensraum der jetzt schon im Rentenalter lebenden Menschen. Das nennt man Umlageverfahren. Es wird kein einziger Cent zurückgelegt und das kann jeder wissen. Nur die Umfragen zum Beispiel von Allensbach zeigen regelmäßig, dass die Menschen glaubten, sie würden ihre Rentenbeiträge, wenn sie dann im Rentenalter sind, nicht mehr zurückkriegen mit Zinsen. Die können sie nicht zurückkriegen, weil die bereits im gleichen Jahr, wo sie eingezahlt sind, vollkommen ausgegeben haben. Nun, diese Illusion ist da, sie bleibt. Die Politik leistet den Vorschub, dass nicht aufgeklärt wird, denn die Wurzel jeder Veränderung ist eine Veränderung im Kopf, die geschieht nur, wenn man aufklärt, das wird unterlassen. Wir haben eine Art Desinformationspolitik der Bundesregierung. Jahrzehntelang wurden Bevölkerungsprobleme als Probleme angesehen und versprochen, sie zu lösen. Das ist jetzt auch vorbei. Jetzt haben wir keine Bevölkerungsprobleme mehr, sondern nur noch Chancen. Also Wissenschaftsministerin Annette Schavan beispielsweise rief das Jahr 2013 unter dem Motto aus, die demografische Chance. Und seitdem klappern alle Journalisten das Märchen von den demografischen Chancen nach. So schlimmer kann es nun nicht mehr werden. Das ist, erreicht das Ziel, dass die Leute nichts wissen über das Thema, dass sie vehement dass sie nichts wissen wollen, weil sie ja verständlicherweise in Ruhe leben wollen und nicht in Aufgeregtheit. Und weil das jetzt 40 Jahre lang so gegangen ist, können wir auch mit Sicherheit sagen, die Konsequenzen daraus sind irreversibel. Jeder einzelne Mensch, der in Deutschland lebt, wird die Konsequenzen schlicht und einfach ertragen müssen. Die Zeit für einen Richtungswechsel wäre gewesen, in den 80er Jahren, damals wurden auch die beiden Lehrstühle für Demografie gegründet, die nach dem Zweiten Weltkrieg neu entstanden sind. Vorher hatten wir überhaupt keine Lehrstühle an deutschen Universitäten. Als diese Lehrstühle dann gegründet waren, einen davon habe ich in Bielefeld geleitet und arbeiteten, wurde die Aufregung immer größer. Man konnte den Eindruck haben, dass die Politik jetzt was tun muss, weil nun mal die Aufsätze und Bücher und unheimlich zahlreichen Kongresse gar keine andere Möglichkeit mehr ließen. Nein, dann wurde Folgendes gemacht, die Lehrstühle wurden abgeschafft. Ja, der Pensionierung der Lehrstuhlinhaber ersatzlos gestrichen. Meiner, ebenso wie der Uni Bielefeld und ein Dritter, der dazugekommen ist, nach der Wiedervereinigung an der Humboldt-Universität Berlin. Genau. Gleichzeitig und parallel dazu wurden immer im Dutzend Lehrstühle neu gegründet für Gender-Ideologie, für Frauenforschung, für, ich weiß nicht, wie man das alles noch nennen kann. Und davon soll es inzwischen 200 geben. Also Es ist kein Wunder, dass die Aufklärung nicht stattgefunden hat und dass niemand die wirklich wichtigen Dinge kennt. Ich will jetzt mal das wichtigste Faktum gleich ansprechen, das dann so gut wie unbekannt ist. Es heißt ja, Deutschland habe eine Geburtenrate von 1,4 Kinder pro Frau und schön und ideal wären 2 Kinder pro Frau, das wünscht sich die Bevölkerung auch, aber Wünsche sind das eine, der Ergebnis ist das andere. Diese 1,4 Kinder pro Frau müssen Sie aber durchleuchten. Da drin stecken ja Gruppen von Menschen, die gar keine Kinder haben. Eine Geburtenrate von 0, andere haben ein Kind seines Lebens, wieder andere 2, 3, 4 oder mehr. Und wenn man das macht, sorgfältig macht, das hat übrigens auch Jahrzehnte gedauert, um das Statistische Bundesamt dazu zu kriegen, die Zahlen dafür bereitzustellen. Die Politik hat das immer wieder verhindert. Sehr gekonnt und klug und konsequent verhindert. Nun, das ist glücklicherweise nach Jahrzehnten doch gelungen und jetzt wissen wir definitiv, dass der Grund für die niedrige Zahl von 1,4 Kindern daran liegt, dass die erste von mir genannte Gruppe, die nämlich eine Geburtenrate von 0 hat, in Deutschland extrem groß ist, weltweit wahrscheinlich die größte. Die neuen und die alten Bundesländer, wenn man das unterscheidet, kann man sagen, die alten Bundesländer, die ein großes Gewicht haben, bei denen ist der Anteil der zeitlebens kinderlos bleibenden Menschen über 30%, Tendenz steigend. In den neuen Bundesländern ist der Anteil 14%, Tendenz auch steigend. Die zugewandelte Bevölkerung hat einen Anteil auch von etwa 14%, Tendenz auch steigend. Und das ist der Hauptgrund, warum dann über alle Gruppen gerechnet nur 1,4 Kinder sich ergeben. Diejenige Gruppe aber, die überhaupt Kinder hat, hat als Durchschnitt 2 Kinder. Und zwar seit Jahrzehnten praktisch unverändert die ideale Kinderzahl von 2. Also die Gesellschaft spaltet sich in 2 Teile. Die einen haben gar keine Kinder, die anderen haben, wenn sie Kinder haben, im Durchschnitt 2. Und der Punkt ist nun, dass das dramatische Konsequenzen hat. Stellen Sie sich mal Folgendes vor. Angenommen, wir hätten eine Politik gehabt, die diese 1,4 Kinder sukzessive wieder auf 2 Kinder pro Frau ansteigen lässt. Dann wäre vieles in Ordnung gewesen. Wir bräuchten nicht so viel Einwanderungen zum Beispiel. Der Arbeitsmarkt wäre nicht so katastrophal, knapp an jungen nachwachsenden Arbeitskräften und viele Dinge, die wir jetzt also als demografisch bedingt erkennen, wären dann keine Probleme. Dann wäre die Welt aber nicht in Ordnung. Jetzt stellt sich mal vor, wenn die Hälfte der Gesellschaft Kinder hat und die andere Hälfte keine Kinder hat. Dann muss ja da alle Menschen alt werden, die eine Hälfte für das Alter der anderen Hälfte sorgen. Und das ist eine Art von Problematik, die übersteigt an Bedeutung alles, was wir sonst so als besonders problematisch ansehen, Arbeitsmarktprobleme etc. Denn unsere Verfassung geht davon aus, implizit und teilweise explizit, dass sich schon mehr oder weniger alle an sozialen Sicherungssystemen beteiligen. Wenn das aber, gut, wir haben noch nicht die Hälfte an Kinderlosigkeit, aber wir sind auf dem schlechtesten Weg dahin. Wie gesagt, in den alten Bundesländern sind wir bei über 30% angekommen und in allen Bildungsgruppen wächst der Anteil der Kinderlosen sehr stark weiter. Nun wundere ich mich, dass diese simplen Dinge nicht auch von den klugen Politikern durchschaut werden und dann sogar politisch genutzt werden. Denn wenn man gewählt werden will, um die Wirklichkeit gestalten zu können, dann liegt es doch nahe, eine Politik zu machen, die Probleme löst, sichtbar löst, die zu deutlichen Verbesserungen kommt. Das heißt, wenn die Politik diese grobe Ungerechtigkeit beseitigen würde, dass, jetzt mal überspitzt, die eine Hälfte der Gesellschaft für die soziale Sicherheit, also Rente, Krankheit, Pflege im Alter mit versorgt, wenn das so ist und wenn man das ändern könnte, indem man die Gerechtigkeit, die im Grundgesetz immer mitgedacht wird, ernst nimmt, dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Man hätte neben dem Gerechtigkeitsziel das demografische Problem gleich mitgelöst. Warum ist das nicht einmal ein Thema? Und vielleicht hängt das damit zusammen mit dem eingangs zitierten Motto von Herrn Van Dier. Die Zukunft eines Volkes hängt nicht von der Zahl der Kraftwagen ab, sondern von der Zahl der Kinder. Das ist so. Nur, man kann sich auch einreden, dass es nicht so ist, weil es ja noch Einwanderung gibt. Wozu Kinderwagen, wenn man fertige Erwachsene, womöglich gut ausgebildete Menschen im Wettbewerb um die Besten zum Nulltarif nach Deutschland holen kann, wozu dann Kinderwagen schieben? Das ist der heimliche Hintergedanke, meine ich, der verständlich macht, warum die Politik so scheinbar gelassen die ganzen demografischen Dinge treiben lässt. Es gibt ja genügend Menschen in der Welt, die dankbar dafür wären, wenn sie nach Deutschland zuwandern und unsere Probleme lösen können. Zu der Frage vorhin, wie viele Kinder werden eigentlich in Deutschland geboren, gehört die Parallelfrage, wie viel Zuwanderung kommt denn jedes Jahr nach Deutschland? Weiß das jemand? Nun, wir haben 86.000 Geburten und im Moment 1,2 Millionen Zuwanderungen permanent jedes Jahr. Schon 1970, in der Zeit der Hochkonjunktur, hatten wir jedes Jahr über 1 Million Zuwanderungen. Das heißt, nicht nur von den Kinderwagen, sondern von den Zuwanderern hängt die Zukunft einer Bevölkerung ab. Und weil das so ist, müssen wir jetzt fragen, ja, ist denn vielleicht durch eine List der Geschichte die Sache so, dass das Unheil, die Kriege, die Krisen weltweit, die zu den Flüchtlingsströmen führen, in Wahrheit List der Geschichte dafür dienen, unsere Probleme zu lösen? Ich habe von Herrn Liminski das Beispiel Goslar gehört, dass man da flehentlich darauf wartet, doch mehr Flüchtlinge aufnehmen zu dürfen. Andere Städte im Bayerischen Wald, wo die Welt auch nicht mehr demografisch in Ordnung ist, sagen ihrer Regierung, wir sind bereit, weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Dann ist das für uns sogar eine wirtschaftliche Gewinnung. Nur was ist das für eine Perspektive? Wir können doch nicht unsere Existenz darauf aufbauen, dass irgendwo in der Welt Unheil, Kriege, Krisen geschehen. Das kann doch nicht wahr sein. Denn die zugewanderte Bevölkerung, das ist ein anderer Aspekt, hat auch viel zu wenig Kinder, um ihre eigene Gruppe als Zugewanderte sozusagen selbstständig demografisch zu sichern. Die würde nach 10 Jahren auch schrumpfen, die Gruppe der Zugewanderten, ohne immer neue Zuwanderer. Und meine Zeit ist so in etwa 30 Minuten sein, jetzt vorbei. Ich erspare Ihnen jetzt noch Ausführungen zu dem, was ich die 5 demografischen Plagen nenne. Die haben es jede einzelne so in sich, dass die Politik nicht mehr zur Ruhe kommen kann für den Rest des Jahrhunderts. Das kann man in aller Gelassenheit aufgrund von Logik und Mathematik sagen. Das wäre aber nicht schlimm, wenn die Politik nicht zur Ruhe kommen kann. Schlimm ist nur, dass die Bürger, die davon abhängen, auch nicht zur Ruhe kommen.